Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Survivor. Wir sind hier immer noch bei der süßen kleinen Lilly und haben ihr gesagt, dass sie sich ja verstecken soll, während wir ihren Bruder jetzt suchen und retten. Oder zumindest versuchen zu retten. Und dann für sie zurückkommen, um sie dann abzuholen. Dann mal auf zur Fabrik. Ist hier noch irgendwie was? Ich finde so kleine Küchen echt schrecklich, ne? Auch wenn es natürlich cool ist, hier so eine Durchreiche direkt zu haben, ne? Dann sitzt hier die Familie am Tisch, kann man direkt das so rüberreichen. Ist natürlich in dieser Hinsicht praktisch, aber trotzdem, ich bevorzuge große Küchen. Definitiv. Ah, und hier war das Schlafzimmer der Eltern, alles klar. Och, wer bist du denn? Ob das der Vater der Kinder war? Ich weiß es ja nicht. Aber wäre vorstellbar. Frage ist, wo ist die Frau? Various books on Umbrella are lined up here. Na klar, wenn die für Umbrella gearbeitet haben, klar, dass die hier Bücher darüber haben. Hier können wir auf jeden Fall nicht raus. Ein Bett. Hier warst du noch im Schrank? Nö. Aber bei dem Spiel verliert man auch gut und gerne die Zeit aus den Augen. Und weiß manchmal nicht so recht, wo man hier auch Cuts machen soll. Jedenfalls habe ich das im letzten Part wieder festgestellt. Hat so hingeguckt, so, oh, schon 26 Minuten, ich sollte mal den Part beenden. Das passiert hier ganz gerne mal, gerade wenn man dann noch Dokumente liest und übersetzt und so, also, ja. Schon heftig. Wow. Okay, jetzt ist sie auf jeden Fall offen. Na, welchen Monstern werden wir jetzt hier begegnen? Hundi. Scheiße, hier sind noch mehr Hunde. Okay, die Hunde habe ich auf jeden Fall erfolgreich eliminiert. Das ist sehr schön. Natürlich! Diesmal nehme ich aber direkt die Schrotflinte für dich, du Arschloch. Ach, du Arschloch. Ah, direkt tot. Cool. Noch ein grünes Kräuterchen. Wie schön. Aber noch bin ich ja nicht schwer genug verletzt, um wirklich ein gemischtes Kraut zu nehmen, deswegen lass ich es erstmal. Was ich ja wirklich cool hieran finde, auch gut in dieser Hinsicht wahrscheinlich, dass Eidos mitgearbeitet hat, dass wir kein begrenztes Inventar hier haben in diesem Resi. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Was ist hier? Hier ist nichts. Gut, dann müssen wir nur hier am Rad drehen. Denke ich mal. Nicht? Müssen wir hier nicht am Rad drehen? Oder hier? Ah. This appears to be the control panel of the cable car. You've turned the power on. Das ist schön. Nein!
Natürlich, gleich zwei auf einmal. Leck mich am Arsch. Nur weil ich den Strom angemacht habe, müsst ihr doch nicht gleich so durchdrehen, ey. Leute. Okay. What? Ach, die ist nur angekommen. Wir sind damit noch nicht gefahren, ne? Denke ich, glaube ich, wie auch immer. Natürlich. Okay. Wir sind aber einfach jetzt reingegangen. Finde ich cool. Aber der wird wahrscheinlich mitfahren und uns dann begrüßen, sobald wir aussteigen. Boah, das war jetzt aber eine weite Strecke. Was denn? Wo geht denn noch was? Wo denn? Okay, das sind die Hunterleiche. Oh nein, noch nicht noch einer. Zum Glück habe ich noch mehr als genügend Munition. Aber so langsam sollte ich auch mal was anderes noch finden. Die Magnum fehlt mir auf jeden Fall noch. Die hatte ich auf jeden Fall auch gefunden. Deswegen, die Waffen sind ja auch nicht so schwer versteckt. Och, nö! Nicht doch Ixi. Was soll denn das, Ixi? Mami! Oh nee, jetzt nicht auch noch Hunde hier. Lasst mich auch. Lasst mich bloß vorbei, ihr Drecksviecher. Alter Schwede. Was die hier einem alles entgegenwerfen, teilweise, ist echt unfassbar. Von wo bin ich jetzt gekommen, ist die Frage. Bin ich jetzt von da gekommen oder von da? Ich habe keine Ahnung. Aber da hinten ist auf jeden Fall ein Kräuterchen. Was sagt denn die Karte? Ah ne, ich bin von hier links von mir gekommen. Das ist gut zu wissen. Danke dafür. El Mona Mountain Road. Okay. Ich glaube, das ist hier wieder diese Möglichkeit mit drei Wegen. Würde ich mal stark vermuten, aber ich glaube, ich bin hier lang gegangen. Ich kann ja nochmal speichern. Dass es so oft drei Möglichkeiten gibt, das ist echt krass. Ist garantiert Ending relevant. Könnte ich mir gut vorstellen. What the fuck? Oh, nee, nicht schon wieder du. Hieran kann ich mich irgendwie gar nicht erinnern gerade, glaube ich. Habe ich den falschen Weg genommen? Was, wieso denn schon wieder? Oder sind hier mehrere? Ich glaube, hier sind mehrere, ne? Kann das sein? Ja, das kann so gut sein.
Ich bin auf jeden Fall letztes Mal einen anderen Weg gegangen. Oh ne! Nö! Ach, Dreckskerl. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber diese Route hatte ich auf jeden Fall nicht. Warte mal. Ich lade einfach mal. Ich glaube, ich habe den Gartenweg hier genommen. Kann das wohl sein? Ich glaube schon. Ich weiß auf jeden Fall, welche Gegner bei mir kamen, deswegen... Bei mir kamen, glaube ich, wieder tausende dieser Umbrella-Typen an. Ist ja auch so... Wow! So creepy, ne? Du gehst hier diesen Weg lang und dann... Tausende von diesen Gegnern hier, die aus der Dunkelheit einfach mal hervorpreschen. Nö, 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 nö! Nicht hier tausend auf einmal, Leute. Nee, 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 nee! Okay, ich laufe, 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 ich laufe. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Weil es einfach zu viele wurden, meiner Meinung nach. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Ich will einfach nur ankommen. Wo bin ich? Ach du Scheiße, no! Oh, das war auf jeden Fall meine Strecke, die ich letztes Mal auch hatte. Ich erinnere mich. Aber dass es auch sofort durchgeht, ne? Nee. Darf ich nochmal zurück und mich umsehen? Darf ich. Cool. Das freut mich sehr. Alter, aber zielen die hier auf mich und schießen einfach wild um sich und so. Okay, aber hier ist soweit nichts. Und hier ist auch nichts, okay. Dann kann ich ja wirklich gehen. Das ist so heftig, Alter. Wow, ihr Scheißviecher. Wo lang soll ich gehen? Ich laufe, glaube ich, irgendwie einfach mal. Ah, von der anderen Seite verschlossen, super. Ah. Oh, auch lockt von Versus Side hier. Aua. Alter Schwede. Aua, 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 aua. Alter Schwede, was ist hier los? Alter, die sind aber auch scheiße zu treffen, die Viecher gerade. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Meine Güte. Oh, nicht schon wieder. Tausend Hunde hier, ey. Liegt hier eigentlich noch irgendwo was? Ich glaube aber nicht. Nee.
kann ich auch auf jeden Fall ein gemischtes Kraut mal nehmen hier. Vor allem, wie ich erstmal noch ganz kurz auf Gelb war und kaum war ich im Menü, war ich dann auf Rot. Auch sehr interessant. Alter! Wieso habe ich denn mein Gewehr nicht ausgerüstet? Fragezeichen. Ich hatte doch eben ausgerüstet gehabt. Equip. Danke. Na, da hinten ist ja auch noch einer, ey. Grünes Kraut, das ist schön. Hier ist nichts. Aber hier ist eine Tür. Stimmt, ich glaube, durch die Haupttür wären wir gar nicht reingekommen. Lord! Okay. Wir sind auf jeden Fall in der Factory angekommen und anscheinend stimmt es ja, was gesagt wurde, dass der... Oh. It has collapsed. I can't climb on this. Okay. Anscheinend steckt Lot jetzt wirklich in Schwierigkeiten und ist ja nur gut, dass wir dann hier sind, um ihn zu retten. Da sind noch ein paar Granaten. Die nehme ich sehr gerne. Da kann ich anscheinend nicht hin. Und hier ist auch alles eingestürzt. Okay. Dann werden wir im nächsten Part, gut, genau, hier konnten wir nicht rein, weil hier zu ist. Alles richtig gemacht, dann werden wir jetzt im nächsten Part hier reingehen. Und hoffentlich dann den kleinen Lot retten. Seid gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall nähern wir uns mit riesigen Schritten dem Ende des Spiels. Und ja, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.